1999 feiert das neue Mercedes-Benz Coupé der CL-Klasse seine Weltpremiere. Der Verkauf startet zunächst mit dem CL 500. Pünktlich zur Jahrtausendwende ist dann auch das Topmodell CL 600 verfügbar. Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von nur 0,28 besitzt das CL-Klasse Coupé eine vorbildliche Aerodynamik. Ein Hybridkonzept ermöglicht den konsequenten Einsatz von Leichtbauteilen. Damit schafft das Coupé eine Gewichtseinsparung von bis zu 340 Kilogramm im Vergleich zum Vorgänger. Erstmals zum Einsatz kommt hier auch ein aktives Federungssystem. Active Body Control, kurz ABC, gleicht Fahrwerksbewegungen elektronisch aus. Und überwindet ganz nebenbei selbst große Hindernisse. Auf Knopfdruck. Versteht sich. Den Wolf im Schafspelz entlarvt der Blick unter die Haube. Ein neuer Zwölfzylindermotor mobilisiert 1998 im CL 600 stolze 367 PS. Immerhin 306 PS stecken im V8-Aggregat des CL 500. ...1999 steuern die Affalterbacher Motorenspezialisten den 360 PS starken CL 55 AMG bei. Zwei Jahre später folgt dann der CL 63 mit V12 Motor. Ab 2002 wird der 5,5 Liter Achtzylinder des CL 55 AMG von einem Kompressor beatmet. Der hebt die Leistung auf 500 PS. Auf die bringt es auch der CL 600 Biturbo. Mit dem CL 65 AMG rückt dann ab 2003 die Messlatte für Höchstleistungsautomobile ein weiteres Stück nach oben. 612 PS und 1000 Newtonmeter sorgen hier für den 4,4 Sekunden schnellen Sprint auf 100. Im Inneren bietet das große Coupé neben viel Platz allen Komfort, den man sich in einer Oberklassenlimousine nur wünschen kann. Multifunktionslenkrad, Fünfgangautomatik mit Tippschaltung, Klimaautomatik sowie elektrisch verstellbare Ledersitze gehören zur umfangreichen Serienausstattung. Das Sicherheitspaket wartet serienmäßig auf mit Front, Side sowie Window Bags. Und wie jeder Mercedes geht auch der CL unzählige Male durch die Feuertaufe im werkseigenen Sicherheitszentrum in Sindelfingen. Die Mercedes-Benz CL-Klasse. Einmal mehr macht sie deutlich, dass große Coupés von jeher eine Domäne des Stuttgarter Automobilbauers sind und auch in Zukunft bleiben werden.